Hallo und herzlich willkommen in oder hinter Türchen 13. Wir schmücken heute einen Tannenbaum. Beziehungsweise erstmal bauen wir den Tannenbaum auf und dann schmücken wir den noch ein bisschen. Ich habe den hier ganz schlicht in verschiedenen Grüntönen. Ihr könnt hier gerne eure Lieblingsfarben benutzen. Ihr könnt gerne einen Regenbogen-Tannenbaum machen, wie ihr den gestalten wollt. Das liegt ganz bei euch und wie ich den jetzt hier gemacht habe, das zeige ich euch eben. Viel Spaß! Für einen schönen Tannenbaum brauchen wir ein schönes Grün. Und ich habe hier so ein paar Grüntöne zur Auswahl. Und ich glaube, ich mache so eine Mischung aus Hokagrün hell und Chromoxidgrün stumpf, was ich hier habe. Vielleicht auch ein bisschen Phthalogrün. Aber auf jeden Fall machen wir hier eine Nass-in-Nass-Technik-Tanne heute. Und zwar, damit es gut hochpasst, so hier oben ist der Verschluss. Ich zeichne mal so ganz grob. So eine Tanne vor. Und wir machen aber hier sehr unregelmäßige Enden oder Zweige, die man ja auch erkennt. Und hier unten lassen wir es gerade. Soll ja auch ein recht simples Motiv werden. Dann brauchen wir natürlich Wasser. Und wenn wir nass in nass arbeiten wollen, müssen wir natürlich vorher den Untergrund wässern. Ihr müsst hier am Rand noch nicht so in die Details vorgehen. Da kann man dann auch gleich reinrutschen. Also hier so in die Details am Rand. Und dann nehmen wir jetzt einfach ganz unterschiedliche Grüntöne. Ich nehme die direkt aus dem Napf, dass die richtig schöne, satte Töne haben. Und dann tupfen wir hier einfach was rein. Und das ganz unterschiedlich. Und gehen dann so in den Rand rein. Ja. Einfach mit den unterschiedlichen Grüntönen hier rein. Ah, da sieht das auch schon schön, wie das reinfließt. Die sieht ganz zauberhaft aus. Und ihr müsst das auch gar nicht in Grüntönen machen, das kann man auch in Blautönen oder in ganz unterschiedlichen Tönen machen. Ne? Und jetzt gehe ich hier noch ins Phthalogrün, kriegt man einen Zungenbrecher hier, Phthalogrün. Und da machen wir jetzt auch einfach nur noch mal ein paar Pünktchen hier so rein, als Farbtupfen. Und das lassen wir jetzt so trocknen. Und die Tanne, die können wir jetzt so lassen oder ihr schmückt die halt einfach noch ein bisschen. Ich werde hier jetzt einfach noch ein paar Goldtupfen als Lichterkette oder als Girlande oder wie, was auch immer. Goldkugeln könnt ihr jetzt schmücken, wie ihr wollt. Und dann haben wir hier ganz fix einen kleinen Weihnachtsbaum fertig. Und ja, ich schneide ihn noch raus, mache den Anhänger noch ran. So, und so schnell, ein bisschen zurechtbiegen,
haben wir den Anhänger in Türchen 13 fertig. Und wenn ich euch hiermit eine kleine Inspiration schaffen kann, freut mich das umso mehr. Teilt eure Ergebnisse gerne unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich gerne, dass ich es auch sehe. Und ja, ich freue mich auf eure Ergebnisse. Habt noch einen schönen Tag und ja, eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss!